Max Goebbels verfolgt ein großes Ziel. Seine Leidenschaft ist das Scooterfahren. Für ihn ist es nicht nur eine Freizeitaktivität. Er kommt jeden Tag extra aus Düsseldorf in die Wicked Woods Halle nach Wuppertal, um sein Fahren zu verbessern, neue Tricks zu trainieren und um sich auf Wettbewerbe vorzubereiten. Ich hoffe in der Zukunft wirklich halt mehr in Pro-Richtung zu fahren, wirklich mit guten Sponsoren und deshalb komme ich hier auch immer hin, ist wirklich gut zum Lernen hier und Tricks zu machen. Ich bin dazu gekommen, da ich mit meiner Mutter in der Stadt war mit dem City-Roller, habe da ein paar Rampen gesehen und dann hatte ich das halt interessant gefunden, bin so dann eher auf den Sport gekommen und mache das jetzt mittlerweile seit circa 4 Jahren. Seit 25 Jahren kommen Jugendliche aus ganz Nordrhein-Westfalen in die Skaterhalle Wicked Woods in Oberbarmen. Projektleiter Dirk Bläser ist seit März 2016 bei Wicked Woods beschäftigt und er ist begeistert über die Entwicklung in der Scooter-Szene. Bei regelmäßig stattfindenden Wettbewerben können sich Jugendliche miteinander messen und sich auch Tipps und Tricks von professionellen Fahrern abholen. Seit einigen Jahren gibt es eine neue Trendsportart auf den Markt, ähnlich wie damals Skateboard entstanden ist, wie BMX entstanden ist, haben wir in den letzten Jahren verstärkt die Szene der Scooterfahrer. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, weil es für uns natürlich eine weitere Möglichkeit ist, die Wicked Woods auch diesen Kindern und Jugendlichen anzubieten. Wir führen hier Contests durch, Wettkämpfe, wo die Kinder und Jugendlichen dann an dem entsprechenden Tag die Möglichkeit haben, ihr Können, ihre Tricks, ihr Auftreten vorzuführen vor einer Jury. Die besten Leistungen werden mit Produkten belohnt, die wir von Sponsoren bekommen. Wir kriegen Besuch von vielen Professional-Teams aus dem gesamten Bundesgebiet und das ist schon aller Ehren wert. Auch Max Goebbels schätzt die Wettbewerbe, nicht nur wegen der Aussicht auf einen möglichen Sieg. Ich komme hier Samstag hin, um Freunde zu sehen, die sonst hier nicht hinkommen, eher aus anderen Regionen von Deutschland. Und die zu sehen, ein bisschen mitzufahren, vielleicht einen guten Preis abzustauben. Für solche Wettbewerbe trainiert Max Goebbels wieder und wieder seine Tricks. Denn irgendwann möchte er auch zu den Profis gehören, die von Sponsoren unterstützt werden.